Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. Wir haben hier eine Quest von der lieben Tuktia in Sentinel. Und who gave me a falsified letter? Das wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, da unentdeckt durchzukommen. Wo müssen wir eigentlich hin dafür? The King's Ferry in the Restless Mud Tavern. Okay, The King's Ferry müssen wir suchen. Und dann gucken wir mal, wo das sein könnte. Okay, ist anscheinend doch nicht hier. Nochmal zurück. So, The Restless Mud Tavern, ein Replay. Vielleicht muss ich das suchen, warte mal. Okay, oder warte, Kings. Mach ich einfach so. Nein. Dann nochmal suchen. Gebe ich mal das ein. The Restless Mud Tavern. Ach, hier. Da müssen wir hin. Und den Brief. A young courier dryly hands you a letter and then stalks off without saying a word. Nochmal ein Brief. So. Letter of Umbanda Diesel in Sentinel will wait 1 month. Dear Max Dios the Second, Queen Akuriti of Sentinel spoke highly of you as a brave, able, and unfair Dreadnought. Her actual words were a hero. For some time we have been looking for someone like that. I will not lie to you about your loyalties. We serve the Underking. If you are a believer in fairy tales and consider the Underking the ultimate force of evil, we apologize for misjudging you. Otherwise, we need your help. You can find me at the mastering residence of Umbandar Dizu in Sentinel. I will wait 1 month. Okay, so, und jetzt kommen wir weiter, aber ich muss das hier noch eben machen. The King's Ferry. Ist wahrscheinlich das hier. This tavern, ja. Machen wir hier eben Safe Game. Dann suchen wir mal, was wir finden müssen. Und hier dann wahrscheinlich das hier, removen. Das ist das Neue. As the letter full of lies leaves your fingers, you know that your quest is half done. Und schnell wieder zurück nach Sentinel. Ich hoffe, dieses Mal haben wir es geschafft. So, was sagt die Uhr? 7.10 Uhr. Und healthy. Wer hat mich attackiert? Die Person. Wie kommt das, dass die Person mich jetzt attackiert? Ich gehe davon aus, dass wir eigentlich nicht entdeckt wurden. Wir sind so schnell wie möglich da rausgekommen. Ich gehe davon aus, wir haben es wieder verkackt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit haben wir es nicht hingekriegt. Aber die Person kommt da jetzt nicht hinterher. Für wen hatten wir nochmal die Quest gemacht? Für die hier, oder? So, für wen hatten wir die Quest gemacht? Die? Nee. Für sie. Ah ja, für sie. You were caught and you know it. Get out of my sight, Nord. Ja, war klar, dass wir diese Quest nicht hinkriegen. So.
Haben wir noch irgendwas im Inventar? Also Letter of Credit, das müssen wir irgendwie loswerden, verbrauchen, wie auch immer. Wir haben einen Fire bekommen. Und im Wagen haben wir nur die Tränke. Na komm, wir gehen mal. So, warte, nee. Wo hat die gesagt? You can find me at the Mastering Residence of Umbandadis in Sentinel. Hoppla, jetzt habe ich das gemacht. Umbandasu? Richtig? Da hinten. Umbandadisu. Ich gehe mal vor. Ich bin wieder ein Werwolf, oder? Na klar. Und es sind keine Menschen in der Nähe. Jetzt müssten wir gleich wieder. Ja. Ach ne, warte, wir müssen ja niemanden. Dann machen wir. Ah ne, warte. Hier 12 Stunden. Einen Tag halt nochmal als Werwolf durchstehen. So. Und wo sind Gegner? Da. Augen geht kaputt. Ah, kann ich noch nicht. So, nochmal 12. In der Hoffnung, dass wir jetzt nicht attackiert werden. Wo? Da. So, das waren jetzt glaube ich 3 Stunden. Dann machen wir. Nein? Machen wir 9. So, wo ist denn der nächste Gegner? Da. Jo, Magier. Nightblade. Okay, dann machen wir jetzt 7. Okay, diesmal hat es länger gedauert. So, was sagt die Uhr? Komm, wir machen nochmal 3 Stunden. 3 Stunden, Leute. Toll. Wo? Da hinten. Ja, komm hier hin. Ich will die Kamele jetzt nicht treffen. Ich muss hier hinkommen. Kann ich hier schon wieder resten? Nein. Ich will jetzt nicht die Kamele hier verletzen. Autsch. Und das war jetzt wieder ein Rogue. Nochmal 3. So, dann können wir jetzt die Lykanthropie mal loswerden. Und okay, interessant, was die jetzt so im Inventar haben. Also, Waffe auch einfach wieder wegstecken. Dann nehmen wir alles mal mit. Dann liegt hier noch einer. Dann mal alles verkaufen. Super. Noch nicht mal einen Dungeon erledigt und schon können wir hier lieber verkaufen. Da haben wir wieder einen General Store. So, dann verkaufen wir ihm das mal alles. Also viel mehr konnten wir jetzt nicht verkaufen. Ja, komm. So, was hat er so? Adamantium Broadsword. 4 bis 15. 4 bis 11. Besser. Definitiv.
Okay, aber ansonsten hat er nichts. Dann können wir ihm jetzt das hier verkaufen. So, was gibt's denn hier noch? Ah, okay, hier gibt's nicht viele Häuser. So, das suchen wir. Last time I checked, it was west of me. Das hier. Das hier muss es sein. Gehe ich mal von aus. Bist du dort? Good day, Max. My name is Slutki. I just admit that I am surprised to see you. Are you perhaps able to help the Undertaking in an endeavor against the necromancers? We will reward you liberally for this service and provide information you will probably not be able to find elsewhere. Komm, machen wir. You will, remarkable. The necromancers have taken an item of ours, a mark of some value. The value is of secondary concern. The true problem is that they cursed this item and gave it to the Blades. If you are unaware, the Blades were once the honor guard for Tiber Septim. Today, they are loyal to the Empire and Tiber's court, but not always to the current Emperor. The Underking has reasons to not wish harm upon the Blades. We want you to infiltrate Castle Lukwich in Ikalon and remove the mark. Please have this done in 320 days if you want your information and reward. Okay, wir haben eine neue Quest. Eine Hauptquest sogar. Die haben wir im Kopf. Im Auftrag des Underkings. Ich bin jetzt aber auch neugierig, hier mal alles anzugucken. So, was gibt's denn hier? Hier geht's auch nochmal nach oben. Und was ist das? Okay. Ah, Moment mal. Hier waren wir schon. Hier oben noch nicht. Okay, ein großer Raum. Nur einer Person. Okay, dann schauen wir uns mal die Quest genauer an. So, hier. An agent of the Underking has sent me to Castle Lukwich in Ikalon to find a certain mark the necromancer stole from the Underking. Has 320 days to find and return the mark. So, hier machen wir ein Save Game. Wieder auf die 1. Und wo haben wir. Ne. Ikalon. Muss wahrscheinlich sowas sein. Ikalon, da hinten. Okay, und wie hieß der Ort, wo wir hin müssen? Castle, ja, einfach Castle daneben. Castle, da haben wir's. Ja, komm, wir reisen dahin. 12 Tage braucht das. 12 Tage nach Ikalon. Achso, warte, wir müssen erstmal auf das alles mal hier einlagern. Und machen hier nochmal ein Safe Game auf die 4. Und gehen jetzt rein. Das lädt noch ein bisschen. Jetzt bin ich gespannt, was hier auf uns zukommt. Ah, da haben wir schon. Achso,
Ja, kämpft ihr mal gegeneinander erstmal. Ich schaue euch nur zu. Dass der geschafft hat, den Skelett. Okay. Potion Recite. Können wir eigentlich nichts mit anfangen. Die Statue gefällt mir. Das eher weniger. Da haben wir wieder eins von Vivek. Hier noch eins von Vivek. Ich gehe mal von aus, dass es von Vivek ist. Können wir das mitnehmen? Wahrscheinlich da. So. Den haben wir. The scrap of parchment shows the location of Skornla, the record it on your map. Ah, okay. Also wir haben eine neue Location auf der Weltkarte bekommen. Ich glaube, da geht's weiter, dann gehen wir hier erstmal hin. Leute, das kann doch nicht sein. Okay, hier noch ein paar Schätze. Longshirt. Eine Bluse, wohl eher. Und dann lagern wir alles, was wir jetzt auf Tasche haben, erstmal wieder hier ein. So, alles mal remoten. Das kann weg. Können alle weg und das Gold will auch mal 3511 Münzen. Machen wir auch erstmal hier rein. Dann haben wir erstmal wieder ordentlich Platz auf Tasche und Save Game auf die 2. So, hier geht's hoch. Schreck mich nicht so. Jo, komm, geht kaputt. Ah, egal, nehmen wir trotzdem mit. Aber wir gehen lieber erstmal. Wir gehen lieber erstmal hier noch rum. Und mal schauen, gab es hier irgendwie was versteckt, was ich übersehen hatte? Ein Geheimgang vielleicht? Oder so? Irgendwo. Sieht bisher noch nicht so danach aus. Oh, da kommt es runter. Will nicht wissen, was passiert, wenn wir drunter sind. Obwohl, wir könnten einmal kurz ein Safe Game machen und dann nochmal drunter geht. Okay. Autsch. So. Und dann den hier. Alter, wie voll wir jetzt schon wieder sind. Mithril Battle Axe. Hier aber auch an Papieren rumliegt, die man nicht mitnehmen kann. Wir müssen hier nochmal hin. Und wo kamen wir von hier? Da. So, einmal wieder alles removen.
So, remove. Was ist das? Closure side pick. Yo, jetzt schon wieder bei 220 Kilo. Okay, komm, ich will es jetzt mal einmal riskieren, was passiert, wenn wir hier drunter sind und drauf, also während das runterfährt. Machen wir erstmal ein Safe Game. Wir haben ja jetzt gespeichert. Jetzt will ich es wissen. Okay, wir gehen drauf. Das wollte ich einfach nur mal herausgefunden haben. So. Können wir jetzt wieder hoch. Und die der hat nichts. Der hier war das. Gibt es hier noch irgendwas? Eine geheime Tür? Nope, hier gibt es nichts. Gut, dann gehen wir mal weiter. Nächster Fahrstuhl. Wir gehen hier. So, komm. Papa. Oh. Bin ich gesehen. Adamantium Broadsword? Wir haben auf Adamantium Broadsword. Warum haben wir den jetzt gekauft, wenn wir den jetzt hier bekommen hätten? Potion Recipe. Was soll man mit so vielen Potion Rezepten? Okay, aber die kriegt man auch irgendwie. Die kriegt man aber auch irgendwie nur in solchen Dungeons. So, jetzt müssen wir nochmal zurück. Jetzt müssen wir definitiv zurück. Wo war noch mal zurück? Hier war zurück, ja? Ich glaube, würde am meisten Sinn machen, wenn wir diese Treppe hier gleich nehmen. Da kommen wir auch wahrscheinlich oben an. Das hier gleich sein, oder? Ja, die Richtung. Einmal wieder die Taschen leeren und dann weiter durchsuchen, looten, wie auch immer. So. Wir haben zu viele Potion-Rezepte gerade. Und nochmal ein Safe-Game auf die zweite. Eine Nymphe ist gestorben. Nein! Nicht die Nymphen! Das ist mein Lieblingsgegner hier. Aus Gründen. Ich lieber besser nicht offenlege. Du hast mir die. Ich glaube, die hat mir nicht die Nymphe umgelegt. So, jetzt müssen wir aber einmal irgendwo uns heilen. Hier wahrscheinlich eher nicht möglich. Hier. Kommen gleich Gegner entgegen, oder? Ne? Aber hier geht es auch nicht weiter. Nur durch diese Tür. Thank you.
Ach, hier waren wir doch vorhin. Okay, wir sind wieder hier. Den hat man komplett gelootet. Das heißt, das ist jetzt der einzige Weg. In dem Bereich jetzt. So. Da haben wir wieder so ein Portal-Ding. Inventar ist auch wieder fast voll. Okay, hier bringt es mir gar nichts. So, noch mehr Mithril. Okay, und nochmal wieder runter. Wo man der Weg runter war. Hier, oder? Na, hier? Ja, hier war das. Müsste es genau hier. Der Bereich fehlt uns noch. So, alles wieder renoven. Okay, hier haben wir diesmal kein Potion-Rezept. Ich glaube, wir brauchen einen zweiten oder einen größeren Wagen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir auch sowas kriegen. Kann man mehrere Wagen haben? Wir fangen hier an. Ist näher. Die Geräusche waren diesmal interessant. Hier gibt es aber nichts. Wir gehen dann jetzt hier lang. Ah, hier geht es auch noch weiter. Alter. Wo sollen wir hier ankommen? Wir gehen erstmal hier hin. Autsch. Habe ich gespürt? Alter. Hört das hier auch mal irgendwann auf? Ist doch zu groß hier. Ich brauche gleich zwei von denen. Okay. Inventar wird wieder sehr, sehr voll sein. Wieder den Weg zurücksuchen. So, hier geradeaus, dann noch ein Barbar ist gestorben. Ist das der Weg? Nee, ich bin in die falsche Richtung gegangen. Das war der Weg. Warte nochmal. Genau, hier jetzt runter. Durch die Tür. Und dann gleich rechts. Hier geradeaus. So.
Hier habe ich ein bisschen was vergessen. Okay. Nächstes machen wir da. So, einmal wieder alles genügen. Das wird kompliziert, wie wir den Rest noch mitnehmen können. Ansonsten schmeißen wir die Ingredients weg. Weil mit Rüstung kann man schon ordentlich verdienen. So, hier ist die erste Tür. Autsch. You feel some bad. Ich wurde vergiftet. Habe ich einen Trank dagegen? Ich hoffe, ich habe einen Trank dagegen. Portion of resist shock, resist frost, cure disease, familiar form, invisibility, resist poison, reaction, cure poison. So, und wie sieht's jetzt aus? Ich bin wieder gesund. Dann hier nochmal ein Save Game. Okay, jetzt sehe ich es ein. Wir brauchen ein bisschen mehr Tränke, die uns vor sowas retten. Wir waren hier. Und der hat uns jetzt fast auseinandergenommen. So. Ding werden wir. Ja, nehmen wir trotzdem mal mit. Hier hinter ist jemand. Alles klar, wir sind wieder sehr, sehr voll. Wir brauchen dringend einen größeren Wagen. Oder einen zweiten. So, alles wieder removen. Und Gold haben wir wieder 4000 auf Tasche. Denke mir auch gerade, woher? Warum so viel? Wir haben jetzt hier unten auch so viel Speis haben wir. Was? Wo ist das Gold? Wo ist, da ist mein Gold. 7921, fast 8000 Gold haben wir wieder. Machen hier nochmal ein Safe Game. Ah ja, da hinten waren wir fertig. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich im Grunde nur noch. Ne, wir haben hier noch einen Abzweig nach rechts. Oder doch nicht? Okay, dann haben wir da oben nur noch die Treppe. So, was fehlt uns ab hier? Kann ich jetzt von hier nichts sehen? Da. So, jetzt sind wir hier oben. Wir gehen erstmal diesen Weg. Der hat nichts. Den hatten wir schon. Wir müssten irgendwo noch ein paar andere Tote rumliegen, die nicht von uns getötet wurden.
Ah, okay, jetzt sind wir hier gelandet. Und hier geht's nicht weiter. Okay, dann heißt es da vorne. Ab der Kreuzung. Mal schauen, wo geht's weiter. Von da unten kamen wir. Hier hin. So, dann hier oben. Den Portal lassen wir erstmal. Wir waren, glaube ich, aber zuerst da. Ja, wir waren zuerst hier hinten. Und hier war doch auch noch eine Tür, oder? Jo. Wo kommst du denn her? Erstmal looten. Okay, jetzt haben wir hier die Seite, glaube ich, auch vollständig. Haben wir sie? Würde ich erstmal behaupten. Hier geht's nicht weiter. Dann müsste hier noch der Weg nach oben sein. Der ist von uns. Und die sind hier. Ja, ich lasse die mal sie gegeneinander kämpfen. Wir haben wieder volle Taschen. Okay, die beiden. Achso. Den kann ich nicht mitnehmen. So, schnell wieder den Weg zurücksuchen. Taschen wieder leer. Wo war denn der Weg zurück? Wahrscheinlich hier. Hier. So, wir haben's. Einmal alles auf die Minuten. Viel können wir nicht mehr mitnehmen. Resten wir einmal. Machen nochmal ein Safe Game. Und dann noch einmal hoch. Wir rennen aber auf permanent nur hin und her. Okay, man will hier aber auch ordentlich Geld verdienen und tut man am meisten oder am besten mit den Rüstungen. Wo war der Weg jetzt nach oben? Und dann hier. Nein, das war der nicht. Fast wäre ich da runtergesprungen. War der nicht hier? Wo war jetzt der Weg, der da nach oben führte? Bin ich jetzt komplett deppert?
hier geht es ja wieder runter. Ah, hier. Hier. Nee. Ah, ich gehe wieder falsche Richtung. Da lang. Genau, jetzt haben wir es wieder. Jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. War das hier? Wo noch einer gefehlt hatte? Ein Item? Ja, hier war das. So, dann fangen wir da an. Er hat nichts. Jo. Ja, das nächste, was wir wegschmeißen, sind die Ingredients und die Potion Recipes. Jetzt wieder so viele Items haben. Und das, weswegen wir hier sind, haben wir. Was war das denn gerade? Ich wurde gerade so ein bisschen an die Seite gesprungen. Hier haben wir nichts. Wie sieht's denn da vorne aus? Okay, hier geht's auch nirgendwo weiter. Das heißt, den Weg wieder zurück. Irgendwo da unten war doch noch eine Abbiegung. Genau das hier haben wir noch nicht gemacht, was auch uns gar nichts bringt. Das heißt, wir haben jetzt nur noch den Portal da zu nehmen. Und hier den, ne? Was ist der hier? Da. Dann würde ich hier auch nochmal ein Safe Game machen auf die 2. Ah ne, warte, erst einmal. Noch einmal Inventar leer machen, bevor wir da reingehen. Na komm. Nee. Genau hier. Dann hier. Falsche Richtung wieder. Ich verlaufe mich hier echt gut. Da. Und einmal alles wieder removen. Okay, dann schnell die Ingredients weg. Bluse können wir wegschmeißen. So, Potion Recipe weg. Was wiegen die? 7 Kilo wiegen die. Die sind nichts wert im Grunde. Hier, noch ein Potion Recipe, noch mehr Ingredients. Hier, das Buch können wir wegschmeißen. So, dann können die hier jetzt auch noch Platz finden. Der hier nicht mehr. Aber 1006 und 6, das wird doch Platz finden.
Okay. Dann können wir das alles wegschmeißen. Und die Dinger auf. Braucht kein Mensch. Und dann jetzt ab nochmal zum Portal. War das geradeaus? Nee, ich glaube nicht. Genau, wir hätten sofort erstmal hier ab. Wir müssen irgendwo ist hier Wasser in der Nähe. Und dann muss das hier gewesen sein. Ja. So. Jetzt können wir noch einmal ein Safe Game machen und gehen da durch. Habe ich irgendwas anderes übersehen, vergessen? Geht's irgendwo hin, wo ich den Weg nicht entdeckt habe? Tatsächlich, hier hinten geht's noch weiter runter und jetzt ist die Frage, wie kommen wir da hin? Ah, okay. Das heißt, den ganzen Weg bis zu der Treppe nochmal zurück. Hier runter. Falsche Richtung wieder. Und dann hier ist die Treppe, also hier ist der Eingang. Dann hier da lang. So. Ah, wo bin ich? Da hinten. Den Weg hatten wir, aber noch nicht vollständig. Geradeaus. Okay, den Raum hatten wir schon. Hier ging es ja auch noch irgendwie weiter nach oben. Ich wollte schon sagen, neuer Bereich oder was? Hier wahrscheinlich aber. Jo, geht kaputt. Wir müssen wahrscheinlich die billigen gegen die wertvollen austauschen. Später noch. Aber ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.